Herzlich willkommen bei Fertigungstechnik Bünke. Mein Name ist Johannes Bünke und willkommen zu dieser Videoreihe zu der Kostenoptimierung von Drehteilen. Das ist eine Videoserie, wo ich dir zeige, anhand von 10 konkreten Sachen bzw. Tipps, welche Faktoren Einfluss auf den Preis haben und wie sie nun hier Kosten optimieren können. Also dazu gibt es das Buch von mir geschrieben, Kostenoptimierung von Drehteilen. 3 Kapitel habe ich schon bereits gedreht, die finden Sie auch in der Playlist und heute geht es weiter mit dem 4. Punkt, nämlich der Bearbeitung und nun fangen wir am besten auch damit an. Also, bei der Bearbeitung ist es folgendermaßen, da haben Sie als Kunde bzw. als Einkäufer von Drehteilen wenig Einfluss. Jedoch möchte ich Ihnen aber zeigen, wie Sie hier erkennen können bzw. verstehen können, wie sich nun hier die Kosten zusammensetzen. Und zwar kann man anhand der Bearbeitung natürlich mit Geschwindigkeiten spielen, gute Werkzeuge verwenden, aber Werkzeuge ist ein anderer Punkt. Ich möchte hier auf die Gegebenheit der Maschine eingehen. Und zwar ist hier der Punkt der Technologie der Bearbeitung, nämlich ob man ein Drehteil von eine Seite bearbeiten kann oder ob man hier eine zweiseitige Bearbeitung vornehmen muss. Und zwar ist es folgendermaßen, das Umspannen eines Werkstücks, also ein Kostenfaktor ist immer, je öfter wir das Werkstück in der Hand haben müssen. Das heißt, die Idealvorstellung ist diese, dass das Werkstück aus der Maschine so fertig herauskommt, dass man dies nur noch vermessen braucht, ob dies nun in der Maschine geschieht oder extern, dass man das nimmt und gleich verpacken und verschicken kann. Das ist die Idealvorstellung. Das ist nun nicht immer der Fall, weil die Teile natürlich unterschiedlich konstruiert wurden und manchmal eine zweiseitige Bearbeitung vorgenommen werden muss, was den Preis natürlich nach oben treiben kann. Also, es gibt natürlich auch Maschinen, die eine zweiseitige Bearbeitung vollziehen können. Das heißt, wir haben 2 Spindeln, die eine fährt von da, übergibt das der anderen und wir können von der Seite weiter bearbeiten. Bei etwas kleineren bzw. wenig komplexen Bauteilen, wo dies aber einen Zeitfaktor bedeuten würde, ist es jedoch oft so, das habe ich in der Praxis so mitgekriegt, dass der Stundensatz der Maschine so hoch ist, dass sich dies natürlich wirtschaftlich dann doch nicht lohnt, hier eine zweiseitige Bearbeitung in Form von 2 Spindeln vornehmen zu können. Das heißt, wir versuchen immer, das so zu handhaben, dass das Teil so weit wie es geht aus der Maschine rauskommt. Das liegt natürlich auch oft an der Konstruktion der Teile, wie es fertigungsmöglich nicht anders passt und von der Konstruktion her, wie Sie das Teil letztendlich benötigen. Deswegen, wenn Sie sagen, wir haben hier Teile, die weitestgehend kostenoptimiert werden sollen, weil ich weiß, wie das in Betrieben so vor sich geht, da schaut man natürlich immer nach Optimierungspotenzial und das ist ja auch eine Lösung, die wir an dieser Stelle anbieten. Sprechen Sie mit uns und wir schauen gemeinsam, welche Änderungen wir vornehmen können, damit Sie letztendlich kostenoptimal das Teil verwenden können und Sie hier Potenzial haben, Kosten zu sparen. Die erste Möglichkeit für Sie, Kosten zu sparen an dieser Stelle, ist es, sich das Buch zu holen von mir, Kostenoptimierung von Drehteilen, ein kleines Heft mit kurzen, knackigen Tipps. Das geht nochmal tiefer in die Materie hinein als diese Videos auf YouTube, die aber auch schon sehr, sehr sinnvoll und hilfreich für Sie sind. Und das Tolle ist, das Buch gibt zum Selbstkostenpreis plus Versand. Ich will damit kein Geld verdienen. Ich möchte Sie nur darauf aufmerksam machen, wie Sie in Zukunft Kosten optimieren können. Einfach eine E-Mail mit dem Betreff Buch an meine E-Mail-Adresse, die unter diesem Video in der Videobeschreibung ist. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Kostenoptimierung von Drehteilen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.